Hi, willkommen auf meinem Kanal Sivuplan. In diesem Video möchte ich eine Frage beantworten, die mir schon öfter mal gestellt wurde, und zwar: Wie groß ist eigentlich ein Smart Home Schaltschrank? Hier will ich die beliebtesten Größen vorstellen, die von unseren Kunden gekauft werden oder beziehungsweise die von uns eingeplant werden. Und hier gehen wir Punkt für Punkt durch. Auch vielleicht interessant, nicht nur für Bauherren, die sich ja die Grundrisse zeichnen oder überlegen, wie groß soll der Schaltschrank werden, wie groß soll der Technikraum werden, sondern auch für die Architekten, weil gefühlt ist es ja so, wahrscheinlich kann der eine oder andere nachempfinden, die Räume werden immer größer, die ganzen Flure, auch Wohn- und Essbereiche und werden immer größer, aber die Technikräume immer kleiner. Und daher, damit man sich vorstellen kann, wie groß solche Schaltschränke sind, ist dieses Video genau das Richtige. Genau. Also das hier ist der zweitbeliebteste Schaltschrank. Und eins ist zu beachten, das ist nur der Schaltschrank. Es gibt dann noch einen Zählerschrank dazu, der ist meistens dann nochmal irgendwie 80 oder Meter 10 oder 1,5 Meter breit, ne? Je nachdem, ob Wärmepumpe, PV-Anlage, wie das im Messkonzept ist und. Da hatte ich auch schon mal ein Video zu gemacht, gerne mal reinschauen. Diese Schaltschränke werden von uns vorher auch digital aufgebaut. Das heißt, es gibt von Hager ein Programm, wo man vorher digital schon aufbauen kann und sehen kann, wie groß der Schaltschrank wird. Gerne auch da mal in das Video gucken. Ich habe da nämlich ein Hager-Cut-Video gemacht und da kann man genau nachzeichnen, wie groß so ein Schaltschrank wird. So, aber nochmal zurück zu diesem Schaltschrank. Das ist der, wie gesagt, der zweitbeliebteste Schaltschrank. Der ist 1,30 Meter breit und 1,40 Meter hoch und 205 tief. Ne? Also die Tiefe ist 205 von den Abmessungen. Blenden wir gerne auch ein, die Abmessungen. So, der heißt FP95SN2. Ne? Das heißt, der hat hier 9 Reihen. Also die 9 steht für 9 Reihen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und hat 5 Felder, 1, 2, 3, 4, 5. Dieser Schaltschrank hat noch eine Bezeichnung, falls sich einer fragt, der heißt auch ZP55S. Das würde einfach jetzt zu tief gehen und vor allen Dingen vielleicht nicht die Zielgruppe treffen, also da gibt es keine Unterschiede dazwischen, sondern die haben einfach eine andere Bezeichnung. Wir nehmen die FP-Bezeichnung, weil es halt noch weitere Schränke gibt, die als FP bezeichnet werden, daher diese Bezeichnung von uns, genau. FP95S, also 1,30 Meter, 1,40 Meter. Und was auch sehr, sehr oft gefragt wird, wie hoch soll man den montieren oder wie wird der von positioniert, der Schaltschrank? Ich würde persönlich empfehlen, zwischen 60 und 80 Unterkante. Also, dass hier ungefähr die Unterkante bei 60 oder 80 liegt. In meinem Fall ist jetzt ungefähr ja, 69, 70. Und man braucht ja auch im Deckenbereich noch zum Anschluss, ne? Also zum Anschluss würde ich auf jeden Fall, je nachdem, 20 cm lassen, so dass man dann vernünftig noch alle Kabel eingeführt bekommt. Bei einer Raumhöhe, in meinem Fall von 2,50 m, habe ich dann noch, wenn ich den unten auf 70 setze, habe ich bei 1,40 m Höhe noch 40 cm ungefähr übrig. Und da ist noch genügend Platz zum Auflegen. Das würde ich auch so ungefähr empfehlen. Wenn es 60 tiefer sitzt oder wenn es auf 60 sitzt, ist auch gut. Die meisten Häuser ja heutzutage, zumindest in Neubauten, haben ja 250er Deckenhöhen. Und bei Sanierungen muss man einfach mal schauen. Das Ganze vermitteln, wie gesagt, bis zu 20 cm kann man raufgehen. Wenn man jetzt 10 cm oben hätte, wird es sehr, 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 sehr knapp. Also 20 sollte man schon haben. Also das ist ungefähr so. Und man meint gar nicht, wie viele Kabel da runterkommen. Wenn die nicht sauber sortiert sind, also das heißt, wenn die nicht genau da rauskommen, wo man die braucht, dann muss man links, rechts verspringen. Daher bräuchte man die Reihe schon. Jetzt zeige ich den Schaltschrank erstmal mal aus der Nähe und dann gehen wir zu den anderen. Kommen wir dann zu dem beliebtesten Schaltschrank und meinem persönlichen Liebling oder beziehungsweise mein Favorit, weil der schön kompakt ist und passt fast in jeden Technikraum. Das ist ein FP94SN2, so ähnlich wie wir den eben gesehen haben. Der hat ebenfalls 1,40 Meter Höhe, aber er ist halt ein bisschen schmaler, 1,5 Meter Breite und somit hat er auch nur 4 Felder breit. Ne? Also der ist nur 4 Felder breit, aber immer noch 9 Reihen hoch. Ne? Und hier ist die Aufteilung so ähnlich wie drüben auch. Hier sind die 4 Reihen
für Reihenklemmen und ab da folgen die Reihen für die Reihen-Einbaugeräte. 6 an der Zahl und das auf 4 Felder verteilt. Meiner Meinung nach ist das bei den meisten Einfamilienhäuser ausreichend, die jetzt nicht so viele LED-Stripes und LED-Controller haben, weil solche LED-Netzteile und LED-Controller und sowas brauchen halt jede Menge Platz, aber auch den Volumen, damit die ganze Wärme entweichen kann und so weiter. Und daher sind solche kleinere Schaltschränke mit viel LED-Technik, mit viel LED-Controllern eher ungeeignet. Aber für eine solide Grundausstattung ist das super geeignet. Und hier sieht man auch, der wird auch genauso ausgeliefert. Ja, nicht komplett genauso, weil der noch zu Ende verdrahtet wird. Also der ist komplett in Arbeit noch. Daher sieht man auch, dass hier noch nicht keine Kabel sind und. Aber was hier eingebaut ist, kommt tatsächlich auch beim Kunden an. Und hier sieht man auch, dass man hier noch jede Menge Reserve hat, wo man was nachrüsten kann, egal ob Schaltaktoren, Sicherungen und so weiter. Genau. Aber auch für Klemmen ist auch noch genügend Platz, ne? Deswegen ist das mein persönlicher Favorit. Also der ist schön kompakt und passt halt in einen Technikraum, weil, wie ich am Anfang schon erwähnt hatte, werden ja irgendwie immer kleiner. Es gibt noch einen beliebten Schaltschrank, wo ganz wenig Platz im Haus ist, und zwar der FP93. Wir sehen immer noch den 94er, aber es gibt halt einen 93er, der dann nur 80 breit ist. Wir können den gerne mal einblenden und als Foto, weil wir haben schon einige davon gebaut, nur habe ich jetzt zurzeit keinen parat. Der ist dann hier dann nur 80 breit, also das wäre so, ne? Ungefähr, genau, eine Reihe fällt dann weg. Und Meter 40, da kriegt man auch einiges rein. Da muss man halt gucken, wie das von der Aufteilung her ist. Wenn man jetzt wenig Platz im Haus hat oder im Technikraum, dann kann man auch auf so einen Schaltschrank gehen, ne? Den gibt es natürlich dann auch in Größe, also den gibt es auf 1,70 Meter hoch. Aber das wäre halt so ein beliebter Schaltschrank. Genau, jetzt gehen wir zu dem nächsten. So, jetzt kommen wir zu dem größten Wandschrank, den es von Hager standardmäßig gibt. Das ist der FP15 SN2. Der ist wirklich riesig. Der ist 1,30 Meter breit, 1,70 Meter hoch. Jetzt mit den Füßchen sogar 1,73 Meter. Also wenn man hier guckt, ich bin ungefähr so 1,78 Meter oder 1,79 Meter so rum. Und ich passe fast da komplett rein. Das ist halt für größere Einfamilienhäuser oder für größere Gebäude geeignet, wo man viel Technologie reinbekommt, ne? Wo man viele Schaltaktoren, wo man viele LED-Stripes reinbekommt und. Hier haben wir alleine an 24 Fachschaltaktoren 1, 2, 3, 4, 4 Stück, ja genau, 1, 2, 3, 4. Na, alleine 24 Fachschaltaktoren, dann jede Menge Heizungsaktoren, auch LED-Netzteile und so weiter, aber auch jede Menge Sicherungen, ne? Und von der Aufteilung ist es so, dass man bei diesem Meter FP15 SN2 gehen wir hin und sagen, okay, wenn das so ein riesiger Schaltschrank ist, braucht auch natürlich eine große Anschlussleiste oder beziehungsweise einen großen Anschlussraum. Und wir teilen es ein bisschen anders auf, also wir gehen nicht hin und sagen, hier, wir haben nur noch 3 Reihen für Reinklemmen, sondern wir machen hier 4 Reihen Reinklemmen, ne? Weil umso mehr Technik drin ist, umso mehr Klemmen brauchen wir natürlich und umso mehr Raum, den Anschlussraum. Und hier haben wir halt auf 4 aufgeteilt, wir haben hier 4 Reihen für Klemmen und da unten dann 7 Reihen für die Reihen-Einbaugeräte, insgesamt dann auf 11 Reihen verteilt und 5 Felder, genau. Das ist der größte Schrank, der Wandschrank. Und jetzt kommen wir noch zu Standschränken, also da muss man halt gucken, ob sich lohnt, so einen Wandschrank, weil den aufzuhängen ist auch dann schwierig. Muss man gucken, wie hoch man den aufhängen kann, der ist auch sau schwer, also dass man den ja auch irgendwie aufhängen muss und so weiter. Und daher muss man gucken, lohnt sich hier so ein Wandschrank oder lohnt sich vielleicht eher Standschrank, habe ich eine Möglichkeit, einen Standschrank aufzubauen. Und ich habe jetzt ein paar Standschränke abgefilmt, aber dann mit der Kamera, sorry für die Wackler und so weiter, ging aber nicht anders, die Schaltschränke gehen halt ziemlich schnell raus und daher habe ich so mit der Kamera abgefilmt. Den würde ich auch gerade mal komplett einmal mit der Kamera in der Hand abfilmen. Ja, so sieht er dann komplett aus, ne? Also einmal komplett durch. Wie gesagt, der ist noch im Aufbau, wird noch beschriftet und wird die nächsten Tage dann verdrahtet. Hier mal ein Schrank, der noch gar nicht aufgebaut ist. Ich wollte den mal aber trotzdem mit reinnehmen. Der wird einfach mal die Tage noch aufgebaut. Das ist hier jetzt ein FP73 SN2 und der hat nämlich 7 Reihen ist er hoch und ist dann 3 Felder breit, ne? So haben wir eine Höhe von 1,10 Meter und eine Breite von 800 mm. Und der ist halt für so Wohnungen und Etagenverteiler und so weiter in dem Smart Home Bereich super geeignet. Daher nehme ich den gerne mit rein. Hier habe ich tatsächlich noch einen FP14 erwischt, der in der Programmierung ist oder beziehungsweise die Programmierung ist abgeschlossen.
und muss jetzt nur noch ausgeliefert werden zu dem Kunden. Der ist ja jetzt 1,70 Meter hoch und 1,05 Meter breit und 20 tief. Ne? Genau, das ist auch also ein beliebter Schaltschrank, wenn jetzt die Breite einfach nicht zulässt. Und hier ist auch genügend Platz für alles, was man braucht. Genau. Ich hoffe, man kann alles gut erkennen, so dass der Schaltschrank auch mit auf die Liste der beliebtesten Schaltschränke drauf kann. So, das ist jetzt ein sehr beliebter Standschrank. Der ist 1,95 Meter hoch und 1,30 Meter breit. Das heißt 5 Felder und 12 Reihen, also 12 Reihen hoch. Klemmreihen sind hier 4. Mache ich gleich auch wieder auf und schauen uns einfach mal von innen das Ganze an. Genau, das ist, wie gesagt, der steht dann auf dem Boden und kann dann ganz normal auf dem Esstisch aufgestellt werden. Hallo, heute hat Anton Elektriker einen neuen Schaltschrank gebaut. Und man kann den bewundern, sieht nur. Ich bin Dana, tschüss! So, wie bei jedem Hängeschrank befinden sich hier die ganzen Klemmen, aber mit viel, viel Freiraum halt. Ne? Man kann da schön erstens was nachrüsten, zweitens schön hantieren, ne? Dass man die Kabel super nach unten bekommt. Genau. Hier befinden sich dann die ganzen Schaltaktoren, Reserveplätze und hier noch Netzteile, die für LED-Stripes, Absicherungen dafür. Und jede Menge Platz noch, also zwei Trafos würden da noch locker hinpassen, genau. Hier sind nur so ein paar Vorbereitungen, wo dann IKEA-Steuergerät noch bauseitig eingebaut wird, weil der Kunde den noch hat oder noch nicht entschieden hat, was da reinkommt. Jeder X1 S1, wie halt in jedem Schrank fast. Genau, so sieht dann ein Standschrank aus, jetzt nochmal vom Weiten. Passt zwar nicht in jeden Technikraum heutzutage, weil die immer kleiner werden, aber... Ja, wer so einen Schrank haben möchte, der kriegt den auch. So, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du konntest was mitnehmen und vor allen Dingen weißt jetzt, wie groß dein zukünftiger Schaltschrank ist oder beziehungsweise vielleicht hast du schon einen und schreib's mir gerne in die Kommentare, welchen und beziehungsweise welche wäre dein Lieblingsschaltschrank. Falls du einen hast, welchen hast du? Oder falls du noch vorhast, einen dir zu besorgen oder zu beschaffen, dann gerne reinschreiben, welche Größe dir am besten passt. Und vor allen Dingen, wenn du Interesse hast an einem Schaltschrankbau, gerne mal melden unter info@sivuplan.de oder sivuplan.de. Da gibt es nämlich mehrere Möglichkeiten, zu deinem eigenen persönlichen Schaltschrank zu kommen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, schöne Woche, je nachdem, wann du das Video guckst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!